Achim, hast du denn mal Zeit für ein kleines Interview? Der Dietmar Krüger ist schon da, der will dich was fragen. Wahrscheinlich hält er jetzt schon die Kamera drauf. Du kennst unseren Freund Hans-Georg Flack. Kultfilme Hans-Georg Flack, darf ich vorstellen? Ja, ja. Also wir haben uns schon mal begegnet und war ein angenehmes Gespräch. Was treibt dich hier jetzt schon zum 20. Mal auf diesem staubigen Acker? Das sind jetzt deine Tiere, wie heißen die? Wir haben uns beigemacht und haben insgesamt 10 Stück mitgebracht. Und Umena, 23 Jahre. Wow. Pascoa, 16. Die war beim Hammer. Ja. Das ist der eigentliche Star. Nein, da ist noch ein Star dahinter, die jetzt gerade da gewaschen wird. Das ist Attika, auch 23 Jahre, auch damit bei. Und ich muss echt sagen, die Familie Haseloff hat uns das damals ermöglicht, aber ich glaube, sie wussten nicht genau, was sie tun, als sie gesagt haben, gut, wenn du mit Vieren kommst, dann können wir dich als Kuriosität starten lassen. Ja. Nee. Ja. Aber wir sind jetzt nicht nur mit vier hier, sondern das waren dann die ersten vier. Und die sind doch alle noch mit dabei. Ja. Wenn man weiß, in der Literatur steht so ein Muli 40 Jahre leistungsfähig, also 2 Jahre Alter und was weiß ich, 3 Jahre Jugend noch hinzu, sind wir bei 45. Hammer, ja. Und wenn die 23-Jährige wirklich mal noch 22 Jahre älter wird. Deine Kinder haben ja schon die Sache übernommen, also von daher kannst du sorgen. Glücklicherweise die Zukunft seit schauen, letztes Jahr im Mai ist Juliane und Axel, die Geschäftsführer oder wie man dazu sagen will, also die Eigentümer dieser ganzen Geschichte. Und wir sind das schmückende Beiwerk. Ja. Und so. Für euch war Titan der Rennbahn auch so eine Art Auftrieb nochmal, ne? Titan der Rennbahn, muss ich echt sagen, hat uns eigentlich mit den Mulis bekannt gemacht. Wenn 400 Pferde da sind und 10 Mulis oder meinetwegen weniger, 4 Mulis, wo gucken die Leute hin? Wenn sie dann auch in einigen kleinen Sparten, Zugleistung oder so, dann auch noch erfolgreich sind, dann haben wir eigentlich fast immer am meisten Applaus gekriegt. Muss man echt so sagen. Ihr habt ja auch die längsten Ohren. So. Kam immer gut an, die Leute haben sich immer gefreut. Sie sind nie die schnellsten. Aber schneller als man denkt. Aber schneller als man denkt. Aber genauso ist immer eine Überraschung. Fall, ja. Genauso bei den Zugleistungen. Wir haben einmal alle bewundert, was die weggezogen haben. Die haben ja oft die Kaltblüter stehen lassen. Ne? Deswegen haben sie auch den ersten Platz gemacht. Ja. Manche Kutscher hier im Lager, die freuen sich immer, wenn sie ihre Tiere gewogen haben und sie sagen dann, ach Riem, wir sind in der schweren Klasse. Dann haben sie eine Chance auf den Sieg. Ja. Ich hoffe, dass es dieses Jahr mit der Zugleistung nochmal genauso wird. Michael Ferti. Aber ihr habt auch Pferde. Wir haben auch Pferde. Wer Mulis züchtet, der muss Pferd und Esel haben. Die lassen sich ja nicht mehr fortpflanzen. Ja. Also du hast immer wieder, oder du musst immer wieder ein Pferd und einen Esel nehmen, um ein Maultier zu produzieren. Züchten kann man ja eigentlich nicht sagen, man züchtet ja nicht weiter, ist ja dann vorbei. Hybridmüll. Das heißt, der moderne nur für Brück, das ist ein ganz schöner Luxus, was ihr euch das nennt. Also nicht für Brück. Brück ist unser Urlaub, unser Vergnügen. Aha. So, das muss man einfach so sagen. Und ihr verdient mit den Mulis etwa Geld? Ja, wir verdienen mit den Mulis auch Geld. Und zwar Holzrücken, Pflanzfurchen in den Wald ziehen, Kremser fahren, Eicheln sehen, Buchen sehen, sowas machen wir mit den Tieren und erhalten damit das kleine Unternehmen. Ja, und ihr macht noch Ferienkinder, alles mögliche, Ferienwohnungen, also bisschen Landwirtschaft. Ja.